Ja, willkommen zu den Frauen am Brunnen, am virtuellen Brunnen. Und nachdem wir schon Wasser geschöpft haben und Erde gegraben, wollen wir dieses Mal die Luft erforschen. Was liegt in der Luft heute? Aber wie immer vorher ein kleines Check-in. Und ich würde sagen, wir machen es so mit der Reihenfolge des Auftauchens. Da war als erstes Martini. Hallo alle, ich bin Martini aus Kritzendorf in der Nähe von Wien, Österreich. Und heute haben wir das Thema Luft. Und ich habe schon von Monia erfahren, dass sie heute einen Ruhetag mehr oder weniger gehabt hat oder dass in der Luft lag etwas Besonderes, dass wir nichts getan haben. Und das Nichtstun war eigentlich auch toll für mich. Ich habe zugehört zum Thema, der Geist und die Aura sind mächtige Bewusstseins in der Quantenphysik. Also das ist fantastisch. Und das hat mit Luft zu tun, ja? Das Nichts, die Quantenphysik, das ist, die sucht jetzt die Mystik. Und das ist total super. Also ich gebe es weiter an Monia. Also gestern war ich voll Elan und habe Unmengen gemacht und sogar das Bügelbrett steht noch da neben mir von gestern. Und heute war ich also wie eine Schildkröte. Ich war zwar außer Haus, aber ich bin dahin getrottet, dass ich immer gedacht, der Schweiß auf der Stirn, dabei ist es kalt. Also ich bin nicht wirklich großartig in Form, um mich dem Geist zu widmen, aber ich werde mich von euch mitziehen lassen und vertraue darauf, dass ich in Resonanz gehe zu euch. Und dann gebe ich weiter an, wer war die nächste? Marie-Rose oder Anna? Wer immer Ich war die sich Letzte. berufen fühlt. Aha. Okay, dann mache ich weiter. Also, hallo aus der Nähe von München. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe nur einen einzigen Gedanken zum Thema Luft. Bin aber natürlich total neugierig aufs Quantenfeld. Mag aber einfach nur teilen, so wie dass ich gerade seit 3 Wochen total begeistert bin von der Dyaden-Meditation. Also da ist mir, das ist mir ja schon in den 90er Jahren begegnet und jetzt über die GfK bin ich da wieder gelandet und mache jeden Tag in der Früh eine Dyaden-Meditation mit online und ich komme unglaublich schnell in wirkliches Fühlen. Das ist für mich ganz was Besonderes. Und damit gebe ich weiter an die Marie-Rose. Danke. Ich bin müde, aber ich habe einen vollen Tag gehabt und ich habe endlich kenne ich jetzt eine Stelle in Luxemburg, in einem Luxemburger Wald, wo ganz viel Bärlauch ist. Hat mein Nachbar mir gezeigt, habe ich nicht gewusst. Und jetzt habe ich einen riesen Haufen davon gepflückt und das hat mir viel Freude gemacht, ja. Und ja, Luft, Luft, luftig, Luft. Ich bin mal gespannt. Das ist nicht so primär das Element, mit dem ich mich richtig gut auskenne. Das hat für mich immer so was von wegfliegen und ich möchte aber da bleiben. Ja, so mal zu meiner Grundstimmung, zu dem Element Luft. Heidi, dann gebe ich an dich weiter. Ja, danke. Also erstens interessiert mich das, was Anna sagt, was das für eine Meditation ist, habe ich noch nichts von gehört. Und dann auch, was Martini sagte, finde ich auch interessant, inwiefern das zum Thema passt. Das werden wir mal sehen. Luft. Also gestern zum Beispiel, heute früh war ich bei meiner Freundin, es war noch kühl, es war noch 7 Grad oder so. Und dann bin ich wieder rausgetreten. Und habe gedacht, heute ist die Luft besonders gut. Sie war kühl, aber nicht kalt. Es war schon fast Frühlingsluft, aber kühle Frühlingsluft. Und es hat so die Qualität von Luft, die nehme ich sehr stark wahr. Und was ich dann auch spannend finde,
Ich habe in den letzten Tagen so sehr gefroren, weil mein Körper schon auf Frühjahr eingestellt war und dann wurde es plötzlich noch mal so kalt und da friere ich viel mehr als im Winter bei der gleichen Temperatur. Und ich mache das auch an der Qualität der Luft fest. Wenn da zum Beispiel mehr Feuchtigkeit ist oder mehr, ich weiß nicht, was da drin ist in der Luft, aber es ist eine andere Qualität. Und dann gibt es immer regelmäßig im Jahr, merke ich, wenn es von Frühjahr auf den Sommer geht, da gibt es einen ganz bestimmten Tag, wo ich merke, jetzt ist die Luft Sommer. Und es ist unabhängig von Temperatur, sondern es ist, irgend ist was da anders dran. Und ich finde es total spannend, dass man das so erfahren kann. Und dann noch das Zweite zum Thema Luft. Ich bin ja sehr in Atmen interessiert, nicht? Und da können wir sicher vielleicht auch was dazu sagen. Ja, was liegt bei euch in der Luft heute? Bei mir ist es, wie gesagt, es geht jetzt langsam Richtung Frühling. Und die Luft ist rein und schön. Ich kann gern, dann weil es ja nicht ganz ins Thema reinpasst, aber dann doch, weil ich sehr belebt bin von dieser Erfahrung, also sehr mich sehr, also wirklich so wirklich einschwingen kann. Drei Sätze. Ich habe 91 das Enlightenment Intensive mitgemacht, wo man immer wieder gefragt wird, wer bist du wirklich und so weiter. Also ich kannte das, auch Dyaden, sogar in der Klinik machen sie das schon. Oh Gott, wie heißt denn der spirituelle Lehrer, der mit Ken Wilber mal gearbeitet hat und da habe ich mal eine Dyade mitgemacht, gebrochen und doch ganz, dieser Rabbi, wo es dann Schwierigkeiten gab. Kurz. Mark Gaffney. Mark Gaffney, genau. Das hat mich erinnert und jetzt mache ich seit 3 Wochen wirklich täglich um 7. Ich habe mein Morgenprogramm geändert und bin total glücklich über dieses Angebot online sozusagen täglich in der Früh um 7 und dann gibt es noch andere Termine auch, aber ich habe mal mein Programm, wo auch so auch als Atmen gehört, also dieses Wim Hof Atmen jeden Morgen. Aber dann sitze ich hier und mache die Dyaden mit und das ist so bereichernd für mich, wo ich schon so viel sozusagen theoretisch weiß, aber durch traumatische Bedingungen sozusagen bin ich so im Kopf. Und jetzt erlebe ich plötzlich innerhalb von diesen 4 Phasen, das sind immer 5 Minuten und dann wechseln, kontempliert man sozusagen einfach eine Frage, zum Beispiel, die eine fällt mir jetzt ein, von meinem Atem begleitet. 5 Minuten. Und ich sage, es ist unglaublich. Und das 14 Tage lang, immer dieselben Fragen, wenn man mag. Ich habe inzwischen auch eigene, man kann natürlich alles machen. Aber allein dieses von meinem Atem begleitet, finde ich so kostbar, dass man da auch wirklich immer wieder erinnert wird. Ja, an diesen Atem. Und damit bin ich doch bei dem Thema. Danke. Ja, jetzt habe ich auch den Zugang zur Luft über den Atem. Ja, stimmt, ne? Und mit Atem habe ich mich seit ich 19 bin beschäftigt und ganz viel Unterschiedliches gemacht. Und stimmt, Atmen hilft mir, im Körper zu bleiben. Und Lebendigkeit im Körper. Also die Luft, die Lebendigkeit im Körper zu spüren und damit in Verbindung zu sein. Und der Atem hilft mir, also die Luft verbindet uns einfach miteinander auch, auf der konkreten Ebene, also auf der manifesten Ebene verbindet der Atem uns miteinander. Ich erlebe beim Atmen, dass man mit dem Atem das den Innenraum irgendwie explorieren kann.
es gibt so viele verschiedene Wege einzuatmen und zu atmen und dann entsprechend andere Empfindungen da auftauchen und auch andere States, wir hatten es letztens von States, Zustände hervorrufen. Ne? Finde ich total spannend und ich mache das eigentlich praktisch ständig, will ich nicht sagen, aber sehr oft. Hallo Erika, wir sind bei der Luft, die im Moment beim Atmen, aber Luft ist ja noch viel mehr als nur Atmen. Zu was braucht man denn noch Luft? Also ich zum Beispiel, ich habe eine Pflanze, die hat so Läuse und da tue ich Seifenzeug ran spritzen und da ist die Spritze kaputt, weil da muss Luft rein und die Luft ist immer wieder raus, also konnte ich die nicht haben. Also die Luft auch, diese Kompressoren und so, ne, man macht eine Menge mit Luft auf der rein materiellen Ebene und auf der spirituellen natürlich auch über das Atmen. Erika, magst du kurz einchecken und dann auch gerne sagen, was du von Luft. Ja, gerne. Ja, ich bin jetzt erst ganz knapp heimgekommen und habe mich gerade, bin jetzt gerade noch ein bisschen am, genau, und habe dann das mit dem Link noch nicht gleich gecheckt und dann hat Gott sei Dank mir die Marie-Rose jetzt geschrieben, dass wir bei, in deinem Zoom-Raum sind. Jetzt beruhigt sich einiges bei mir. Ich bin dann immer gleich so hektisch und überfordert. Und für mich war jetzt eigentlich das mit dem Thema Luft, seitdem ich das jetzt heute mir nochmal durchgelesen habe, bei mir klingt die ganze Zeit wahrscheinlich auch durch Corona das Thema Luftveränderung. Also ich bräuchte jetzt einfach dringend eine Luftveränderung, entweder Bergluft oder Seeluft oder Meerluft oder Waldluft. Also ich habe da richtig eine Sehnsucht einfach, da irgendwo so einzutauchen. Also das, genau. Genau, gut. Ansonsten hatten wir ja vor ein paar Tagen die Zustände, die sind immer noch aktuell. Und genau, soweit zu mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, Luftveränderung, das ist auch ein gutes Thema. Ne? Wieso brauchen wir Luft, was ist in der Luft, da komme ich auf das, was ich am Anfang zu sagen, was ist die Qualität der Luft, nach der wir suchen oder die wir brauchen oder die wir möchten. Ganz sicher nicht Großstadtluft, ne? Da mache ich mal die Nase zu, wenn das Auto gerade ein Abgas dir in die Nase pustet, aber das ist ja auch Luft. Also mir ist jetzt aufgetaucht, wie oft ich den Atem als Werkzeug verwende, um andere Bewusstseinszustände zu erreichen. Also vom holotropen Atmen bis zum Atmen beim Kundalini-Yoga, wo du ja wirklich sehr gezielt dich hochpowerst. Und dann die andere Art durch das langsame, kohärente Atmen, durch das man sich also wieder herunterholt und entspannt. Also ich verwende den Atem eher auch als Werkzeug und ich habe das sehr schön gefunden von der Anna, mein Atem begleitet mich. Ich habe es irgendwie so, mein Atem trägt mich. Ist also meine, könnte ich formulieren. Das ist so mein Zugang einmal zum Atem. Und ich vermeide die Erwähnung von Aerosolen derzeit, weil das ist also wirklich ein Reizwort geworden. Und würde mich gerne also mit den Möglichkeiten, die uns der Atem gibt, ob das also wirklich mehr Möglichkeiten sind als alles andere. Also der Schlüssel wirklich zu allem. Vielleicht, ich mag auch noch was, danke Monia, also für den Hinweis. Also zum einen ist mir halt nur eingefallen, wir sind tatsächlich nicht nur wir als Menschen untereinander verbunden, sondern mit Baum und so weiter, mit der ganzen Natur, diese Wechselseitigkeit. Also das finde ich beeindruckend. Und ich bin deswegen gerade so begeistert von diesem
Es ist ja nicht meine Erfindung, sondern das ist eine Inquiry-Frage oder Impuls von meinem Atem begleitet. Und das hat mich jetzt auch zu Bildern inspiriert. Und es passiert ganz viel. Und dann, das ist gerade so, sind so Bilder, der Atem ist verlässlich immer da. Also das ist tatsächlich also das Naheste, was es überhaupt gibt. Und das hat sich aber dann so ausgeweitet, wer könnten noch meine Begleiter sein? Das ist das, was mich gerade beschäftigt, bis hin zu mein inneres Kind oder Wohlwollen oder von Frieden begleitet. Also einfach diese Idee, ich bin begleitet und der Atem eben ist der Naheste. Und was mir so nah ist, ist, dass ich mir durch diese, also schon längere Zeit, aber mir wird immer mehr bewusst, wann ich den Atem anhalte. Also ich nenne das Zwerchfellbremse. Also sprich, und das hat natürlich was mit meiner Biografie und so weiter zu tun. Und ich weiß inzwischen, oder es gibt die Theorie, dass das Zwerchfell ganz viel, also nicht nur der Solarplexus, sondern eben das Zwerchfell hält ganz viel unserer gespeicherten Erinnerungen. Das wusste ich nicht. Genau. Und du sagst, das Atem ist das Nächste und es ist auch das Wichtigste im Leben. Denn ich glaube, nur so diese Freedivers, die können bis zu 6-7 Minuten ohne Atem auskommen. Aber normale Menschen wie wir, also 2 Minuten, wenn man sich trainiert mit Wim Hof vielleicht 3 Minuten. Aber ich schaffe es höchstens 2 Minuten und meistens noch nicht einmal. Und dann ist aus, ne? Also während ohne Essen kann man ziemlich lang bleiben, aber ohne Atem? Mm-mm. Also Luft ist sehr, sehr, sehr wichtig fürs Leben. Und nicht nur, um wieder in die Ruhe oder in das Zentrum zu kommen, sondern einfach überleben braucht man Luft am meisten. Ah, und dann wollte ich noch sagen, weil wir vom Atem sprachen, wir haben ja früher schon mal, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob im Brunnengespräch oder woanders, über James Nestor gesprochen, Breath, das Buch, ne? Der sagt, wie wichtig das ist, durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund. Weil in der Nase, oder auch jetzt mit Corona diese Geschichten, in der Nase sind die Filter, die praktisch, da fängt das Immunsystem schon an und filtert auch Virusse schon mal raus. Ja? Und wenn man durch den Mund, da geht es viel, viel, viel schneller rein. Außerdem wird es alles trocken. Ja, man soll versuchen, vor allen Dingen nachts einen Weg zu finden, dass man nicht durch den Mund atmet. Oh, das ist schwierig. Ja, aber es gibt Wege dazu. Haben wir das hier nicht besprochen? James Nestor, Breath. Also das ist ein super Buch, ja, das kann ich euch nur empfehlen. Da wird auch die Wim Hof Methode beschrieben als praktisch, was die buddhistischen Nonnen, ja, die den Schnee schmelzen lassen, das ist praktisch die säkuläre Version dieser spirituellen Yogi-Fähigkeiten, die er ja hat. Ne? Und es geht alles über Atem. Und Nestor hat beschrieben, wie das schon seit Jahrhunderten oder eigentlich Jahrtausenden immer wieder bekannt ist, aber immer auch wieder verloren geht, das Wissen darüber. Und der hat zusammen mit einem schwedischen Kollegen ein Experiment gemacht, mit Stanford und University Begleitung. Die haben sich also alles vermessen und so weiter und ein Protokoll gehabt, was sie an den Tagen machen. Die waren zusammen, hatten auch selber die Messgeräte dabei. Und für eine Woche, glaube ich, oder 2 Wochen, nur durch den Mund atmen. Da haben sie die Nase richtig zugestopft gekriegt und nur durch den Mund geatmet und haben die ganzen Werte gemessen, was dann passiert. Und er sagt, also was Schlimmeres hat er nie erlebt in seinem Leben. Jetzt wäre also alles, Psyche, Körper, alles durch den quer gegangen. Und dann, sobald sie dann umgedreht haben, dass sie dann nur durch die Nase atmeten, dann wurden die Werte dann langsam wieder besser. Aber er hat gesagt, so ein Experiment mag er nicht nochmal machen. Und der schwedische Kollege hat schon seit Jahrzehnten über Atem geforscht. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber ich habe das Buch da, könnte ich nachgucken. Super, super spannend über die Wichtigkeit, wie man atmet auch eben. Ne? Und jetzt also nicht spirituell, sondern wirklich rein, sagen wir mal, medizinisch. Und er war eben inspiriert, das Buch zu schreiben, weil er diese
diese Taucher erlebt hat, die dann 6 Minuten unter Wasser waren oder 7 Minuten und ohne zu atmen, ne? Ich mag noch was teilen, weil das heute erst passiert ist. Habe erzählt und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich tatsächlich ins Fühlen komme. Und da erlebe ich sowas wie eine 3D-Welt. Also weil ich so getrennt bin sozusagen durch meine Biografie und so im Kopf, dass ich das als was Besonderes empfinde. Und dann ist mir diese biblische, oder es gibt es ja aus verschiedenen Geschichten, ist mir plötzlich gekommen und ich war sehr berührt davon, sozusagen, so wie man, es gibt da so eine Geschichte, wenn man untergetaucht wird und dann der Meister oder so und dann sozusagen so ähnlich wie du nach Luft schnappst, so sollst du nach dem Göttlichen sozusagen das Gefühl rufen. Und dann ist mir dieses, der alttestamentarische Salomon-Spruch oder so ähnlich, also ich kann den jetzt nicht zitieren, aber sozusagen wie ein, dieses Sehnen oder dieser Schrei, dieser Ruf nach dem Göttlichen, wie wenn du einfach tief, tief Luft brauchst. Genau, das wollte ich teilen. Wir atmen und bewegen uns ja einmal in der Woche da in Wien beim Jungbrunnen und dieses, es ist jedes Mal völlig anders und dieses Mal, da bin ich also drauf gekommen, habe ich mich völlig nur auf den Ausatmen konzentriert und der Einatmen ging ganz von selbst. Also das war ja, also aber sonst normalerweise also, gibt es immer eine Skala, die rauf und runter geht und bei Rot soll man einatmen, bei Blau ausatmen. Das war nur, wenn der Ausatmen also wirklich intensiv genug war, da töne ich meistens auch, dann ist der, geht der, gelingt der Einatmen ganz von selbst. Das ist also glaube ich schon, dass es das wichtig ist, dass wir uns aufs Ausatmen konzentrieren. Und so wie du von der Zwerchfellbremse gesprochen hast, das verhindert das ja. Also das ist, finde ich, auch spannend. Das ist ja Gesangstechnik, nicht? Die richtige Art des Ausatmens lässt den Atem von selber wieder aus einströmen. Erzähl uns was davon, Heidi. Du bist doch da der Profi. Ja, nee, ich wollte noch was anderes sagen. Es gibt ein Buch, das heißt Sonne, Mond und Atem oder irgend sowas. Es geht darum, dass es 2 verschiedene Atemtypen gibt. Dass man entweder ein Einatmer ist oder ein Ausatmer. Und man kann das daran feststellen, wenn ihr mit jemandem zusammen schlaft, könnt ihr in denjenigen fragen, was ist lauter? Euer Einatmen oder euer Ausatmen? Und was lauter ist, ist, glaube ich, der mehr anstrengend ist. Aber vielleicht könnt ihr das auch in so einer meditativen Situation erfahren, was ist leichter? Weil das hast mich gerade inspiriert, Monja, du, weil du sagst, es war plötzlich so einfach. Es gibt eine Phase, die dir natürlich leichter fällt, die sozusagen passiv passiert. Und es gibt die andere Phase, die aktiv passiert. Und es gibt eben, das ist auch eine Typologie, halt durch die 2 verschiedene Sachen. Und diese Autoren, das waren Schweizer Ärzte am Anfang des letzten Jahrhunderts, die das festgestellt haben, dass bei der Geburt und auch beim Tod entweder ein Baby erst raus oder erst macht und entsprechend auch, wenn man stirbt, entweder die Luft drin hat oder ausgeatmet hat. Und dass das, da kann man sich jetzt streiten, ob das stimmt, aber wer Astrologie und solche Sachen dafür steht, es hat was mit dem Geburtsdatum zu tun und da, es gibt auch ganz eindeutige Einatmer- oder Ausatmertypen und da gibt es so eine Zwischenzeit immer, wo es nicht ganz eindeutig ist, so ein paar Tage. Aber ich habe das dann mit der Gesangstechnik auch angewandt mit meinen Schülern und ich hatte das Gefühl, das stimmt. Ja? Dass man also auf eine bestimmte Atemphase das aktiv machen muss und das andere passiert einfach. Was ist deines, Monja? Was hast du ein Gefühl, dass du das weißt? Nee. Ich habe es nur, es fiel mir eben an diesem Mittwoch auf, weil es das erste Mal so deutlich war. Und normalerweise hole ich schon immer Luft, ist sogar durch den Mund. Aber
Ja, es hat das Ganze sehr, sehr, sehr selbstverständlich gemacht. Hallo, liebe Birgitta. Wir sind beim Atem, bei der Luft und sind beim Atem gelandet und bei verschiedenen Arten zu atmen. Magst du kurz einchecken? Hallo, ich grüße euch alle aus der Luft und über die Luft und durch die Luft. Und meine Mutter schläft jetzt friedlich und jetzt darf ich noch ein bisschen bei euch mitmachen. War heute ein interessanter Tag. Vormittag Hebräischstunde, Zoom. Nachmittag ein Gespräch über das Erdfest mit Zoom. Das war sehr schön. Und jetzt noch ein Brunnengespräch. Voll nette Gespräche und immer ins Kastl schauen. Aber ja. Zoom ist einfach ein gutes Programm. Und jetzt mache ich einfach euch eine Zeit zu, dann komme ich schon rein, wie es geht. Ich wollte auch noch etwas vom Atmen sagen, dass nach langer, langer Jahre meditieren, ich eigentlich total vergesse in der Meditation über das Atmen. Das Wesentliche geschieht von alleine und wir werden getragen. Das hat auch jemandem gesagt, von diesem Atem. Und das ist schon ein sehr feines Gefühl. Und was ich heute gehört habe in dieser YouTube-Sendung über diese, ich weiß sehr wenig davon. Also ich kann, wenn es im Gespräch kommt, dann oder eine das auffangen kann. Es ist so, dass da gesprochen wurde über das Einfließen lassen. Und das hat auch mit Seelenfreude zu tun und ein Seelenfreund, dass das auch, wenn die Kommunikation, wenn da die Luft fließt, dass wir dann einen Seelenkontakt mit den Menschen bekommen. Und aber dafür müssen wir sozusagen all diese, du hast das gesagt, Anna, all diese Sachen, die uns sozusagen wie Giftstoffe noch in unser Körper sind, müssen wir lassen. Ja, und die gehen von alleine auch, ich weiß nicht, ob das von alleine geht, aber wir arbeiten daran. Und dann kommen die, findet das statt und das, und dann die Macht der Schwingungen, da haben sie davon gesprochen, ja, und die Wellenausbreitung, die das Vibrieren in uns, in unsere Organen, in all unsere Organen, das ist so etwas Fantastisches, aber ich weiß wirklich nichts davon, aber ich war sehr, sehr begeistert. Und ich verstehe es auch, aber selber darüber referieren, das kann ich nicht. Ja, und in all unsere Zellen ist dieses Bewusstsein darinnen. Und das, ja. Und dann haben sie auch gesprochen von der Telepathie und die Aura, die um uns herum ist. Und das hat auch mit Luft zu tun. Ja, dass die Aura sichtbar wird. Es ist eigentlich nichts, aber es ist enorm viel. Vielleicht kann irgendjemand von euch das aufschnappen. Ich kann auch nicht viel darüber sagen, weil ich habe Stichwörter aufgeschrieben, aber ich werde es mir noch einmal anhören. Es war über der Geist und die Aura sind mächtige Bewusstsein in der Quantenphysik. Und die Quantenphysik, die kommen darauf, dass nichts alles ist, was die Mystik schon längst erfahren hat und in der Praxis, dass sie da von dem Nichts getragen werden, dass das Nichts alles ist. Ja? Und das hat mit der Luft zu tun. Es ist alles da und doch nicht alles da. Entschuldigung, ich kann mich nicht besser ausdrücken.
Es ist ganz, ganz faszinierend. Vielleicht, wenn wir im Gespräch, dass ich noch irgendwo einhaken kann, wenn jemandem irgendetwas sagt. Ich gebe weiter an irgendjemanden. Da frage ich jetzt an Erika und auch an Birgitta. Ihr seid ja ein bisschen später gekommen. Was liegt bei euch in der Luft? Redest du, Birgitta? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Das finde ich jetzt ganz witzig, was du sagst, weil früher, wenn ich mit meiner Mutter telefoniert habe und wenn so irgendwas war oder so, dann haben wir lang telefoniert und ich habe halt so mein Smalltalk gemacht und dann zum Schluss hat sie immer gesagt, und was liegt in der Luft? Und dann musste ich alles sagen, was tatsächlich da war. Also bei mir liegt noch in der Luft das Thema mit den Zuständen, dass ich momentan durch ganz viele, das hat jetzt nicht direkt mit dem Atem was zu tun, durch viele Zustände gehe, durch viele verschiedene und mir da einfach dabei zugucke und ich so ein bisschen ratlos auch bin und so das Gefühl habe, naja, hast jetzt eigentlich überhaupt nichts gelernt. Also irgendwie bin ich ein bisschen konfus so. Mit dem und auf der anderen Seite auch, wo ich sage, nee, da lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen, das möchte ich jetzt einfach verfolgen. Ich bin da was, ich habe so das Gefühl, ich bin da was bei mir so auf der Spur. Also das liegt bei mir in der Luft. Ich kann mich jetzt gar nicht besser ausdrücken. Was die Monja jetzt über die Atemtechniken gesagt hat, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ich habe früher viel diese Osho-Meditation gemacht, dieses Chakrenatmen, was für mich sehr anstrengend war, aber mir sehr, sehr viel Energie gegeben hat. Und ich habe mich gerade zuvor gefragt, ich mache das eigentlich überhaupt nicht mehr, weil ich irgendwie denke, naja, die Zeit ist vorbei. Aber ich werde mir die CDs wieder rausholen und da nochmal in Atem gehen, das ist wirklich auch lang anhalten und also ich habe früher ganz viel mit diesen Techniken gemacht und ich glaube, das ist für mich heute so eine Inspiration, mir da die alten CDs nochmal zu suchen und dann so nochmal da reinzugehen. Genau, soweit. Zur Luft, zu den Atemtechniken ist mir jetzt irgendwie die äußere Luft dazugekommen, die, als ich in Oberösterreich wohnte, wohnte ich in Lochen und Lochen ist ein Windloch. Da bläst der Wind von Osten nach Westen und von Westen nach Osten und er bläst ganz stark manchmal und er kommt von außen und ich habe gemerkt, dieser Wind veranlasst, dass mir alles runterfällt. Innerlich wäre ich konfus und mir fallen die Dinge vom Tisch runter und so. Also das ist so ein äußerer Einfluss vom Wind. Und der Atem ist dann selbst in dieses Luftgeschehen einzutauchen, aber da habt ihr wahrscheinlich drüber schon geredet, da werde ich mich jetzt einstweilen ruhig halten. In der Luft liegt allerdings, dass ich mich recht inspiriert fühle von den Leuten vom Erdfest. Da waren jetzt zwischen 20 und 30 Leute beisammen. Das hat die Hildegard Kurt veranstaltet und die, wie heißt die vom Evolve? Die Nadja Rossmann. Und war ein sehr schönes Gespräch. Und ich bin ja, trage mich schon länger mit dem Gedanken, wenn ich nicht mehr so viel an unserer Übersiedlung tätig bin, was jetzt schon langsam ein bisschen weniger wird, dann möchte ich mich noch irgendwie im inneren und äußeren Naturbezug mit Menschen zusammenschließen. Und da liegt jetzt was in der Luft, aber es ist noch ganz unkonkret. Es hat konkrete Ansätze, aber die sind noch zu früh zum richtig teilen. Aber ich möchte es gerne mal mit euch teilen oder dann auch drüber reden. Gerade jetzt ist es nur zu frisch. Danke für die Erinnerung.
weil mir jetzt die Idee kam. Also zum einen habe ich das Einzige, was ich mit Erstaunen mitgekriegt habe, war die Beschreibung sozusagen, dass die Luft das Wasser bewegt. Also wenn man jetzt von den Elementen ausgeht, allein schon, also dieser See, und damit bin ich beim I Ching, also das ist ja so wie meine Leidenschaft eben, der See, der ganz ruhig ist, wenn kein Wind weht, kein Wind blast, und dann dieses Aufpeitschen, also wie sich sozusagen diese beiden Elemente berühren, begegnen, finde ich total spannend. Und das Zweite, was mir natürlich jetzt nur eingefallen ist, ist, der Wind ist das Sanfte, also das ist Hexagramm 57, und das ist das Sanfte, aber alles Durchdringende. Also das ist ja sozusagen eine Kraft, die man normalerweise gar nicht so kontempliert. Und damit ist eigentlich die Intuition gemeint, also die in alles eindringt und das Sanfte sozusagen auf die Art und Weise erforscht und durchdringt. Kurze Frage, ich kann da gut mit, Anna, das ist schön. Nur, was ist dann der Sturm? Also es gibt ein anderes Hexagramm, das ist der Donner und der Blitz, und das ist ein... Also das wäre jetzt meine Assoziation. Das ist sozusagen der Schock, also das ganz Überraschende. Das ist eine ganz andere Energie. Also für mich bewegt der Wind nicht nur das Wasser auf die Erde, die Sandstürme, auch das Feuer. Und das ist ja das Gefährliche beim Feuer eben, wenn der Wind. Also da ist eine Interaktion, die jedes Mal fast bedrohlich auch ist für uns. Also sowohl beim Sand als auch beim Wasser als auch beim Wind, beim Feuer. Ich verbinde den Wind immer auch mit Merkur, also Zwillinge, Luftelement, und Merkur ist ja auch der Gott der Diebe, und er ist also nicht wirklich zuverlässig, und vielleicht ist das beim Wind auch so, also sich auf den Wind zu verlassen ist heikel. Das ist sehr weit weg von der Quantenphysik, aber ja. Also ich weiß nicht, welche Rolle spielt die Quantenphysik in eurem Leben? Ich frage mal, weil Martini hat das, also für Martini ist das offensichtlich nahe. Ja. Es ist für mich. Ich möchte gerne auch noch, bevor wir in die Quantenphysik gehen, noch mal was, eine andere Qualität von Wind oder von Luft. Man spricht ja auch von Windinstrumenten, also Wind macht Töne. Und wenn du die Blätter hörst, manchmal im Herbst, das ist richtig, Wind macht Musik. Ja. Ne? Es ist auch akustisch und nicht nur. Das ist eigentlich in der Interaktion mit Materie. Weil der hat entweder, wo er die Blätter trifft oder wo er die Musikröhren oder irgendwas trifft. Also das ist die Interaktion mit Wasser, mit Feuer, mit irdischer Materie oder metallischer Materie. Ja. Heidi, du hast mich erinnert an der kosmische Tanz. Und die ist nicht, also die ist hoch zu schätzen, und die dürfen wir nicht verletzen. Und der kosmische Tanz, wir können das beobachten, wenn wir die Bäume so tanzen sehen und dann auch noch die Musik dazu, so wie du gesagt hast. Ja, und was die Quanten, ich warte noch mit der Quantenphysik, ein bisschen später. Also mich berührt, ich durchdringe das auch nicht wirklich, die Quantenphysik, und gleichzeitig weiß ich sozusagen vom Kopf her, dass sie ja im Prinzip so ein Riesenteil unseres Lebens ist. Also mit dem Handy, also alles sozusagen, was technologisch ist, hat ja damit zu tun. Mir fällt noch eine andere Dimension ein, wo ich nicht weiß, ist es Luft oder Äther? Also weil ihr auch vorhin Aura angesprochen habt. Und ja. Es ist jetzt, wenn ich Human Design nehme, diese These, dass wir unterschiedliche Auren haben, ja, bis hin zu, dass heutzutage durch dieses ganze Wireless
dass ja alle möglichen Beatles-Songs oder was auch immer sozusagen in der Luft ist. Und ich weiß nicht, ob in der Luft oder im Äther, keine Ahnung. Und was das mit uns macht, die Information sozusagen eigentlich uns ständig durchdringt. Ja. Und wie wir uns davon schützen können. Ja, dass das sozusagen nicht nur der innere Müll ist, sondern auch der Müll von außen. Ja, dass das, also, wir tun selber sehr achtsam damit umgehen in der Nacht, dass wir im Schlafzimmer gar nichts haben. Ja, das ist schon irgendwie ein sehr, ich weiß nicht, ob ihr das auch so sensibel dafür seid, aber das hat auch mit einer Sensibilität zu tun für diese, was du ausgedrückt hast, Anna, für was alles in die Wellen vorhanden ist, ja, dass man das so viel wie möglich ausschaltet. Wäre interessant, ob jemand... Warte mal, Marie-Rose war erst dran. Entschuldigung. Ich habe schon länger angesetzt. Also gerade mal zu Anna. Also üblicherweise wird das Äther, in den alten Traditionen, das wird nicht dem Luft, der Luft zugeordnet. Das ist nicht das Gleiche wie die Luft. Ja. Dann wollte ich auch trotzdem, Birgitta, mit dem Erdfest. Ich habe dreimal, die drei letzten Jahre hatten wir ein Erdfest organisiert, habe ich mit Leuten aus der Eifel, mit der Werkstatt aus der Eifel, haben wir ein Erdfest organisiert. Und wir hatten eben auch tatsächlich einmal Erde als Motto und einmal letztes Mal Wasser als Motto. Und das ist mir jetzt die Idee gekommen, dass tatsächlich vielleicht jetzt auch dran ist, Luft als Motto zu nehmen. Ne? Also von daher ist das für mich jetzt ein Impuls, den ich mit dahin nehmen werde. Ja. Und es gibt schöne Musik, wenn die Erde die Luft trifft. Dann. Ja. Ja, Marie-Rose, könntest du noch zu Äther was sagen? Also Äther ist nicht Luft. Was ist Äther? Ich habe jetzt keine Definition parat. Aber bei den Chakren zum Beispiel wird Äther wird dem Halschakra zugeordnet. Ne? Und man fängt ja an, unten erstes Chakra ist Erde, zweites ist Feuer, zweites ist Wasser, drittes ist Feuer, viertes ist Luft und das fünfte ist Äther. Ja, ich habe gerade keine Definition parat. Ja. Und dann wollte ich noch sagen, auch zu Martini, da mit der Bewegung im Körper, gar nicht mal zur Quantenphysik zu gehen. Physikalisches Gesetz wird die Atembewegung, die dehnt sich aus, die geht weiter, so wie eine Bewegung im Wasser weitergeht, bis sie an einen Widerstand kommt. Ne? Und solange wir, und je entspannter wir sind, desto besser fließt, geht diese Atembewegung wirklich, und auch durch die Füße hinaus kann man sehr leicht in tiefer Entspannung spüren, wie das hinausgeht in den Raum oder durch die Handflächen, wie die Atembewegung, wie wirklich jede Zelle mit der Atembewegung mitgehen kann, ne? Und wie es hier oben auch rausgehen kann mit der Atembewegung. Wenn man wirklich ganz entspannt ist, dann breitet die sich aus in den Raum und wirklich richtig, also es kann eigentlich endlos weitergehen. Ne? Und da kommen wir dann auf diesen Punkt von Quantenphysik, dass die in diese Wissenschaft draufkommen, dass da nichts vorhanden ist. Und wenn wir echt nichts haben, wenn wir sozusagen leer sind, dann sind wir für diese Kräfte, was Marie-Rose gut erklärt hat, stehen wir zur Verfügung. Dann haben wir die Seelenkommunikation und diese Heilungskräfte, die können wir empfangen oder weitergeben. Also das ist ein
echt ein Mysterium. Ich finde es etwas Wunderbares und wir haben es alle. Ja, und wie wir damit lernen, umzugehen, das ist also ich finde es fantastisch, was wir alles erfahren dürfen. Wenn ich denke, dass wir in diesem Raum sitzen und dass es möglich ist, dass wir diese Kommunikation haben. Wenn ich denke an meine Eltern, wie meine Mutter oder Vater in meinem Alter war, wo sie sich mit beschäftigt haben, das war noch viel mehr mit dem Ego als mit dem Wir. Ja, also ich denke, dass wir schon wunderbar unterwegs sind, um diese, da habe ich übrigens heute ein Zitat bei Ken Wilber gelesen, das hat es noch nie in die Geschichte gegeben, dass wir so viel voneinander erfahren und miteinander teilen können. Also wir leben in einer unwahrscheinlich schönen Zeit, dass wir froh sein können, dass wir da sind. Ja, es ist ein großes Geschenk. Vielleicht kommen wir noch. Ich wollte kurz was fragen, weil durch dieses vom Atem, der überall durchdringt und so, bin ich halt jetzt wieder mal zurück auf Corona aufmerksam geworden, dass uns das ja eigentlich die Atemtätigkeit sehr bewusst macht. Habt ihr das auch schon als Thema gehabt heute oder ist das weg? Nicht. Ja, okay. Nur, also ich habe irgendwie erlebt, wie bewusst man den Atem auch der anderen Leute dann erlebt, wenn so keuchende Jogger an dir vorbeijoggen und du überlegst, ob ich das jetzt einschnaufen will oder nicht. Also es macht die Atemtätigkeit ganz bewusst, ja. Und auch das, man merkt dann, wie die Wolke von Parfum, was dann ausschnaufen und was sie dann mischt mit den Parfums, man wird viel, viel bewusster auf die Luftumgebung der Menschen. Zur Quantenphysik fällt mir derzeit nichts ein. Aber dann versperren wir uns wieder. Also dann machen wir uns wieder zu, was die Marie Rose gesagt hat. Ja, weil wir müssen sozusagen total offen sein für diese Wellenbewegung. Und dann geschieht das alles von alleine. Das ist dann auch etwas, dann kann der Geist auch wirken. Also das ist diese Kraft, die uns dann seelisch zur Verfügung steht. Ja, umsonst. Mir fällt dazu das ein, der Rudolf Steiner verwendet ja das Wort ätherisch, was immer so ein bisschen missverständlich ist. Und er meint damit die Lebenskräfte, also die Mineralien von den Pflanzen. Die Pflanzen sind, und das hat jeder Mensch in sich, das Pflanzliche und Ätherische. Er nennt es dann auch die Bildekräfte, glaube ich. Und mir irgendwie ist das eine interessante Verbindung, Martini, wo du so gesagt hast, dieses Nichts, aus dem alles kommt, wenn das Vertrauen da ist. Wenn man das Vertrauen reinschenkt in das Nichts, dann kommt wirklich ganz viel. Ob das jetzt Quantenphysik ist oder was anderes, das kann ich nicht beurteilen. Aber also für mich verbindet sich das Wort ätherisch mit diesen Lebenskräften einfach, weil ich vom Steiner beeinflusst bin. Aber ob das jetzt was, inwiefern das was bedeutet, kann ich jetzt auch nur teilweise sagen. Marie-Rose, du warst entstummt. Wolltest du was sagen? Hast du jetzt aufgegeben? Oder? Nee, okay. Anna, ja. Weil das interessiert mich selber, weil ich habe jetzt auch gedacht, ätherische Kräfte, das ist Äther, also was da der Steiner eigentlich damit meint und was ja normalerweise vier Elemente gibt und im Chinesischen eben die fünf und dann sprichst du, Martini, vom leeren Raum und dann komme ich halt daher und sage, wird eigentlich nie besprochen, aber das ist Wissenschaft, dass wir in einem Feld von Neutrinos leben, in einem Ozean von Neutrinos. Also fragt's den Lesch oder fragt's, was da im CERN gesucht wird. Das ist sozusagen das Informationsfeld, in dem wir leben und wo wir gar nichts merken davon. Aber diese Leere sozusagen, die ist ja nicht wirklich leer, sondern eine unglaubliche Fülle, also es ist ein Information. Was auch immer.
Aber das ist, wird dann auch versprochen, wenn die totale Leere da ist, dann hast du die Fülle des Lebens. Ja. Also da kann ich jetzt gerade nichts, ich lasse es so stehen, ich kann jetzt dazu nichts. Ich merke, dass Erika nichts sagt die ganze Zeit. Magst du nicht auch ein bisschen was dazu sagen? Nicht, dass du da dich nicht traust. Da. Nee, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich mich nicht traue. Ich versuche irgendwo für mich einen Faden oder einen Anker zu finden, finde ich gerade nicht. Und mir macht das Zuhören jetzt einfach gerade Spaß. Also ich kann mit Atem viel anfangen, ich kann auch mit der Leere viel anfangen und der Fülle. Und ist aber jetzt gerade nicht so, dass ich irgendwo einhaken könnte. Aber danke, dass du gefragt hast. Und wenn ich jetzt oft mal nicht so viel sage, dann bedeutet mir im Moment, und es geht mir schon eine ganze Zeit lang so, ist für mich Zuhören eine ganz wichtige Sache geworden. Mir fällt zur Quantenphysik, und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber nur ein, dass also nichts fix ist, dass sich alles ständig verändert und dass wir aber durch unsere Aufmerksamkeit mitverändern. Stimmt das, Martini? Ja. Das heißt, wenn wir hier also auf das Nichts aufmerksam sind, dann verändern wir das Nichts. Oder beeinflussen wir das Nichts, sagen wir es einmal so. Und dieses, dass sich alles ständig verändert im Raum, ich finde, für mich ist das also sehr schön, eben in diesem alten Om immer noch drinnen und der Raum, der alles umschließt und in dem wir geborgen sind. Und ja, also das kann ich schon spüren. Weil ich glaube nicht, dass ich das beeinflusse, aber ich spüre das, dass wir im Raum geborgen sind. Das finde ich jetzt mit spannend. Raum meine ich das Universum. Ist schon passt schon. Ich finde es spannend, dass du da jetzt das Om reinbringst, weil wir da wieder zum Klang kommen und zur inneren Vibration. Denn mit dem Om bringen wir unseren Körper zum Vibrieren, nicht? Durch das Singen, durch die Stimme, auch durch Sprechen, aber natürlich durch so eine langen Ton und so oder durch die Mantras, natürlich in einer anderen Art und Weise. Und das bringt es irgendwie wieder zusammen. Die Musik, die Luft, die Materie, die Information, ja. den Raum, der gefüllt ist oder leer, Marigos. Ja, weil da muss Luft fließen. Für das Om muss Luft fließen, ja. Ja, und mir fällt jetzt Nada Brahma, danke auf den Om-Hinweis, Nada Brahma, die Welt ist Klang, ist Schwingung, ist Frequenz. Also ich finde, kann ich jetzt einfach nur staunen, aber ich würde gern wirklich mehr verstehen davon. Also so wie ich es erfahren habe, ist alles Schwingung. Ich war mir damals nicht des Atems bewusst, aber das alles vibriert. Also das kann ich bestätigen. Das stimmt. Das Nada Brahma, da habe ich damals auch noch, da ist eine Zeichnung von mir drinnen. Ist ein wichtiges Buch auch, ja. Ach Gott, es gibt so viele wichtige Bücher, man soll sie alle nochmal lesen. Ja. Ja, und dazu brauchen wir Luft. Die fließt, um Schwingung, damit wir den Klang hören können. Wir brauchen den Raum, weil in einem luftleeren Raum hörst du nichts, soweit ich weiß. Also die Schwingung muss sich in der Luft fortsetzen, sonst hören wir nichts. Gut. Aber spüren kann man es auch im luftleeren Raum, denke ich. Schwingungen, weiß ich jetzt nicht, eine Idee. Ja, wo gibt es einen luftleeren Raum? Das ist eine künstliche Situation, so Vakuum oder so. Wir würden es nicht lange drin aushalten. Warum ist die Luft unsichtbar?
Und warum? Man sieht sie eigentlich immer nur an den Dingen, die sich bewegen oder an den Klängen, die man hört. Und sie ist unsichtbar. Drum hat sie diese Verwandtschaft vielleicht mit dem Nichts und mit dem Äther, oder? Ja. Sie ist nicht überall unsichtbar, sonst wäre der Himmel nicht blau oder rot oder so, ne? Es hängt davon, wie das Licht darauf fällt. Und man kann auch manchmal, wenn man hineinguckt mit so ein bisschen unscharfen Augen, dann sieht man diese Energiepunkte in der Luft auch. Oder, das ist ganz materiell, wenn hier von der Sahara der Wind hochweht, dann ist manchmal die Luft richtig gelb. Ja, aber das ist Staub. Also da ist Staub. Ja, schon, aber es ist in der Luft, die Luft trägt das. Die Luft ist ein Träger von Ton, von Staub, von was noch? Feuchtigkeit. Oh, auch von Geruch ja auch. Mhm. Ohne Luft und von Gedanken. Nicht. Mhm. Telepathie. Mhm. Aber brauchst du Telepathie, brauchst du da Luft? Es gibt ja auch die Farben am Nordpol, ne? Dieses, wenn der Wind da weht, was ganz starke verschiedene Farbimpressionen sind. Also es hängt sicher mit der Komposition, mit der chemischen Mittel eben in der Luft zusammen, ne? Welche Farbe es gerade hat. Wer hat das jetzt gesagt, Luft ist ein Träger von Gedanken? Also damit stehe ich ein bisschen an. Ich habe nie gedacht, dass Telepathie über Luft geht. Aber gut, da kann ich einmal nachdenken. Ich weiß gar nicht, ich habe das vielleicht spontan gesagt. Ob das so ist, das weiß ich nicht. Aber ja, das überträgt doch. Gedanken können sich doch übertragen. Ja, und die übertragen sich wirklich, also wie telepathische Sachen, das überträgt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit und nicht über die Elemente der Luft, die in der Luft sind. Das ist ja, noch eine höhere. Das würde ich auch eher so sehen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist hypothetisch und Gedankenschwingungen, Gedankenwellen zu übertragen. Ich glaube, da ist noch ein Äther für, also das ist ein anderes Medium dabei. Ich habe noch eine andere Idee. Du sprichst es ja mit einer inneren Stimme und eine Stimme ist ja verbunden mit Luft und mit deinem Atem. Und insofern, zwar sprichst du es nicht aus, aber es sind ja Worte, die da entstehen meistens, wenn man denkt. Ne? Und das ist jetzt so ins Blaue hineingeredet, ja, aber ich finde es nicht ganz falsch, aber Telepathie glaube ich nicht, dass Luft braucht. Und da wollte ich auch noch sagen, zu den Neutrinos, braucht man das wirklich, um für Informationen, die in der Luft, da irgendwo rumschwebt, braucht man da wirklich materielle Elemente dazu? Oder ist das kann das nicht auch immateriell sein? Also der Stand sozusagen ist einfach der, dass man erst draufgekommen ist, dass es Neutrinos überhaupt gibt. Und dann hat eben dieser Ra, der hat behauptet, die haben Masse. Und das ist sozusagen 20 Jahre danach per Nobelpreis bewiesen worden, dass diese Neutrinos eine Minispur von Masse haben, weil sie schwingen können. Und das heißt, deswegen ist das, was uns durch uns durchgeht, geht dann auch weiter. Also das, was wir auch über Atem beschrieben haben, dass die Information sozusagen weitergetragen wird, was durch uns durch und durch alle Planeten, durch den ganzen Kosmos durchgeht. Also das ist unvorstellbar. Und das ist eine Spur von Masse und dafür gab es vor 2015 einen Nobelpreis. Also mehr kann ich fachlich nicht dazu sagen. Aber das ist sozusagen das Medium unseres Kosmos, das Informationsmedium. Also wir baden in diesem Meer, in diesen Milliarden sind da in jeder Fingerspitze. Also wie gesagt, horcht euch mal den Harald Lesch an über Neutrinos zum Beispiel. Hm.
Wir hatten noch die Sanguiniker noch nicht. Die Sanguiniker sind die Luftikusse, die von einem Blüte zur anderen durch die Luft hüpfen und immer wieder was Nettes und Hübsches und ganz schnell wieder was anderes finden. Das finde ich nett. Vielleicht können wir noch die letzten paar Minuten dazu verwenden, so ein paar Sprichwörter zu finden. Also das oder Wörter finden. Luftikus finde ich wunderbar. Ja? Oder vorhin, was liegt in der Luft? Können wir noch ein paar solche Sachen sammeln? Fällt euch noch was ein? Luftballon. Mir geht die Luft aus. Ist ja auch ein starker emotionaler Ausdruck. Ja, und jetzt halt mal echt die Luft an, gell? Ja. Ja. Und die Zimmer muss man lüften. Meine liebe Mutter, die da drüben schläft, die hat immer fleißig gelüftet. Oder man kann seinen Ehemann lüften. Ja. Dicke Luft. Dicke Luft. Ja, dicke Luft. Naja, und wenn jemand sagt, du bist Luft für mich, ist das eigentlich ein riesiges Kompliment nach dem, was wir jetzt so gesprochen haben über Luft, gell? Ja, man sagt ja auch an die Luft gehen, ne? Nicht in die und in die Luft gehen, ja, sagt man auch. Ja. Oh, in die Luft gehen, genau. Ja, das HB-Männchen. Kennt ihr doch sicher auch alle, oder? Das HB-Männchen, ja, der ja. Wird dann gleich in die Luft gehen, finde ich toll. Ja, schön. Das hat jetzt noch eine heitere Note. Und da können wir ja noch ein bisschen weiter forschen, wofür wir alles Luft verwenden, im Volksmund sozusagen, in unserer Sprache, ohne das so richtig mitzukriegen. Ne? Wunderbar. Dann danke ich euch. Und wollen wir noch ein kurzes Checkout machen? Machen wir umgekehrte Reihenfolge mit Birgitta, wer am letztes kam. Ja, ich bedanke mich, dass ihr mich trotz der Verspätung aufnehmt. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man da reinplatzt. Da bedanke ich mich wirklich. Und ich finde das ein nettes, luftiges Ende. Einfach, das schwebt jetzt so für mich und das ist viel, viel. Viel freudiges Schweben drinnen. Ich gebe weiter an Erika und dann machst du weiter, ja, Erika? Ja, ich kann gern weitermachen. Also bei mir war die Luftveränderung jetzt eigentlich die ganze Zeit so auch präsent und ich hatte da so ganz viele Bilder jetzt so von Kurorten und so Frauen mit Spitzen. Kleidern und Regenschirmen und Sonnenschirmen und diese ganzen Bäder. Das gab mal auch eine Zeit, wo einfach sehr viele Prominente das auch genutzt haben. Und das hat mich jetzt einfach inspiriert. Das waren so die Bilder, die eigentlich so bei mir da waren. Dann gebe ich weiter an die Marie Rose. Erika, kurz nur. Mein Name wird Marie Rose ausgesprochen. Das E wird nicht ausgesprochen. Okay, danke dir. Ja, Marie, danke. Dann gebe ich weiter an die Marie Rose. Danke, wow. Ja, weil das ist sonst immer so ein bisschen, oh, wer ist denn das? Ja. Also ich finde find Rose so ein schönes Wort. Ich finde Rose schön, aber Marie Rose, ja. Gell? Bei mir danke. Blühen die Rosen. Ja, ja, ja. Ja, das Thema Luft hat mich... hat für mich jetzt nochmal wirklich den Geschmack von Leichtigkeit bekommen, ne? Den es ja auch hat in unserer Welt, die Luft. Und das tut mir gut, ich fühle mich leichter, luftiger, ja, luftiger auch. Das ist auch schön. Ich gebe dann weiter an dich, Anna. Danke. Da fällt mir ein, also danke, ich fand jetzt die ganze Bandbreite ganz groß, die wir da jetzt aufgemacht haben. Und da fällt mir noch ein,
zwei Fragen. Zum einen immer wieder diese Idee, ach, wenn man die Bücherliste von uns allen einmal veröffentlicht, das ist ja auch eine luftige Sache eigentlich, Bücher lesen. Das ist ja eigentlich auch was, also es ist zwar träger immer noch auf einem E-Book, in einem Buch, aber es ist ja energetisch sozusagen, finde ich schon luftig. Und ich merke, das wünsche ich mir mal, also mal so ein Bücherlistenaustausch, und dann ist das ist ja einfach so ein wie ein Tisch mit ganz vielen Sachen drauf, die man einfach sich anschauen kann. Und dann einfach die Frage, ob ich das an einem Mail schicken soll über diese Meditation, über diese Dyadenmeditation, von der ich anfangs erzählt habe. Dann würde ich das machen. Dann gebe ich weiter an die Martini. Mir ist gekommen, wie Anna, wie du gesagt hast, vom Lesen. Da ist die Frage gekommen, hat Bewusstwerdung mit Luft zu tun? Nein? Ich weiß es nicht. Weil wir eigentlich hungrig sind, gute Bücher zu lesen. Und wenn wir unsere Bewusstwerdung, was Monia vorher angesprochen hast, die Manifestation in der Gegenwart, also dass wir atmen ständig und wir werden uns unwahrscheinlich, also bewusst, es ist in uns vorhanden, ja, wie der Luft. Und da frage ich, ob das auch eine Umarmung ist, eine ehrlich gesagt, eine leichte kosmische Tanz ist. Und wir dürfen mittanzen mit dieser, wenn man die Bäume anschaut, wenn der Wind weht, auf einmal sieht man Gesichter. Der ganze Kosmos begegnet mich. Also ich denke, was darf ich da alles sehen? Ich sehe Gesichter von Komponisten, von weiß ich Gott was. Was ist das? Das ist Luft. Und da weht der Wind und frage ich mir, Mann, siehst du das auch? Ich weiß es nicht. Es ist wunderschön. Es ist Luft. Ich finde es. Ich bin so froh zu leben. Danke. Danke euch, dass wir das miteinander teilen dürfen. Ich gebe weiter an Monia. Ich schaue die ganze Zeit auf den Kalender, den ich da auf der Wand habe, wo so ein kleines, herziges Rehkitz steht und rundherum Löwenzahnblüten. Und Löwenzahnblüten sind also eine meiner Lieblingsblumen, Löwenzahn überhaupt. Und ohne Luft würden sich die Samen nicht verbreiten. Und ja, und wir verbreiten vielleicht auch irgendwelche Samen, die dann irgendwann irgendwer sich anschaut oder anhört und vielleicht in Resonanz geht, das wäre schön. Heidi, danke für den Raum. Ohne den Raum würden wir es nicht schaffen. Ja, und dann mache ich den Abschluss. Das ist genau mein Ziel im Leben, im letzten Teil meines Lebens, Samen auszustreuen, nicht nur in meinem Garten oder so, sondern eben auch auf die Art und Weise und gucken, wo sie aufgehen und wo sie, manchmal gehen sie toll auf, ne? Auch im Garten. Da ist so eine, ich habe eine Reihe, zweite Mal Radieschen gesät. Am Anfang sind sie ganz dicht und dann am Händen, die letzten 20 Zentimeter kommt gar nichts. Naja, ist so. Und wahrscheinlich mit dem, was wir tun, auch. Und ich freue mich, dass ihr mir behilflich seid zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, Hinweis an Birgitta und Erika, die ja schon mal da waren, die Samen im Garten weiter zu verstreuen. Kommt gerne vorbei, auch für dieses. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.